Beginnen wir mit einer einfachen Aufgabe. Mach mir Pommes frei. Kinderleicht. Wird gemacht. Ich wollte gerade lernen, gut zu kochen. Während alle Kartoffeln schälen, bereite ich lieber Öl zu. Man kann übrigens nie zu viel davon haben. Das Öl ist fast kochend heiß. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Pommes frei hineinzuschütten. Nein! Stopp! Ah, es plätschert! Es ist heiß! Hilfe! Was machst du? Du hast uns fast mit kochendem Öl angeheizt. Das Öl muss man sehr vorsichtig einschenken. Dann werden die Kartoffeln gleichmäßig gebraten. Nichts Schweres. Okay. Die Pommes frei sind fertig. Es fehlt nur noch ein weniger Soße. Pommes frei? Ich glaube, das ist nur gebratene Kartoffel. Ich habe richtige Pommes frei gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich schaffe aus normalen Pommes frei eine echte Delikatesse. Ich brauche etwas Speck, Soße und natürlich Rosmarin. Das riecht so lecker. Genau, ich habe noch nicht alles verloren. Warum kann man nicht die Weingummikartoffeln verwenden? Man sagt, wenn man sie in Erdbeersirup taucht, schmecken sie noch besser. Okay. Wow, ich fange jetzt die Köstlichkeiten mit den Kartoffeln in der Mitte an. Oma, das schmeckt wirklich cool. Oh je, ich hasse Rosmarin. Es tut mir leid, Frau Chefköchin, aber es hat mir nicht geschmeckt. Die Idee mit Weingummikartoffeln fand ich allerdings gut. Jetzt weiß ich nicht, wen ich als Gewinner auswählen soll. Oma wird die Gewinnerin sein. Hurra! Dieses Mal ist die Aufgabe schwieriger. Ihr müsst Sushi machen. Come on! Wird gemacht. Ich habe das beste Rezept aller Zeiten. Sushi, Sushi? Ja, auf dem Dorf hat man keine Ahnung, was Sushi ist. Weißt du was? Ich mache so cooles und leckeres Sushi, das ihr euch nicht vorstellen könntet. Gewöhnliche Sushi zu machen ist langweilig. Sushi aus Süßigkeiten ist eine andere Sache. Und drinnen wird es köstliche Schlagsahne geben und Kaugummiaugen und Gummibärchen. Sehr schön. Und natürlich soll man den Schokoladensirup nicht vergessen. Das ist eine interessante Idee. Mein Sushi wird bald auch fertig. Das Wichtigste ist, den Anweisungen des Küchenchefs genau zu folgen. Aber noch nichts Schwieriges. Nichts Schwieriges? Mal sehen, wie eklig deine Sushi werden. Ich weiß auch, wie man Soße hinzufügt. Man soll kein Wunderkind sein. Wie heißt das? Avocado? Das Wichtigste ist, es perfekt zu rollen. Was du, Oma, sicherlich nicht kannst. Tada, das perfekte Sushi ist fertig. Oh, es sieht furchtbar aus. Ich wusste nicht, dass euer Sushi so hässlich ist. Es ist an der Zeit, Sushi in Lachs zu wickeln. Das Wichtigste ist, genug Fisch zu legen, ihn in dicke Scheiben zu schneiden. Und die Sojasauce soll man nicht vergessen. Fisch, sagst du? Okay. Wird gemacht. Geschafft. Ich hoffe, es ist köstlich. Wow! Das Sushi von Chefköchin sieht auf jeden Fall attraktiver aus. Aber ich habe eine Idee. Warum kann ich nicht einfach Gurkensushi machen? Es ist köstlich und gesund zugleich. Und eklig. Warum so? Gurke ist die perfekte Zutat für Sushi. Man soll nur noch mehr Reis zugeben. Das sieht nicht appetitlich aus. Warte mal, das ist noch nicht alles. Also, seht euch diese Schönheit an. Was ist denn das?
Ich habe noch nie Sushi aus Gurke und Reis gesehen. Igitt, ich werde das nicht einmal probieren. Ich würde aber gerne mal süße Sushi probieren. Hooray! Oh, es schmeckt gut, aber ganz und gar nicht herzhaft. Ein letzter Kandidat übrig. Wow. Da ist es, das echte Sushi. Herrin Chefköchin, Sie haben gewonnen. Danke, aber das war offensichtlich. Ich hoffe, jeder kann eine Waffel machen. Ich habe gehört, dass man mit dem Teig beginnen muss. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit haben werde. Jetzt ist an der Zeit, Zucker hinzuzufügen. Dann vermische ich alles. Super. Und jetzt noch ein bisschen Mehl. Aua, ich glaube, ich habe etwas in meiner Nase. Wow, was für eine Waffel wirst du haben. Nicht schlimm, ich habe genug Mehl, um eine leckere Waffel zu backen. Oh, ich habe die ganze Packung benutzt. Es soll so sein. Ich soll nur alles gut umrühren. Jetzt kann mein fertiger Teig in das Waffeleisen gegossen werden. Das werden die leckersten Waffeln sein, die meine Schwester je gegessen hat. Der Teig ist wirklich lecker geworden. Und vor allem keine Eierschalen. Ich hoffe, dass es eine gute Waffel ergibt. Jeder hat Zucker hinzugefügt, aber ich weiß, dass Zucker schädlich für Gesundheit ist. Also füge ich stattdessen eine ganze reife Aubergine hinzu. Also besser, ich mache den Teig daraus. Ich soll sie nur einreiben. Fertig. Und jetzt füge ich noch Eier hinzu. Und noch Mehl. Ich rühre alles um. Und noch ein bisschen Kräuter. Das klingt sogar eklig. Aber dieser Teig ist so viel gesünder als eure. Jetzt kann er in das Waffeleisen geschüttet werden. Und man soll nicht die Sanduhr vergessen, damit die Waffel nicht anbrennt. Ja, die Sanduhr ist sehr nützlich. Hey, hey, meine Waffel ist verbrannt. Heiß, es ist heiß. Aber nicht schlimm. Mit Schlagsahne, Beeren und Schokoladensirup überdecke ich ihr unschönes Aussehen. Na und, sie sieht super aus. Und zu meiner Waffel gebe ich traditionell Ahornsirup. Ein Stück Butter wäre auch super. Es sieht so köstlich aus. Und ich schmücke meine ohnehin schon gesunden Waffeln mit gesunden Kräutern. Probiere ich alles mal. Ich fange damit an. Oh, Igitt, Bruder, deine Waffel sieht verbrannt aus. Das möchte ich nicht essen. Und was ist das? Ekelhaft! Diese Waffeln schmecken nach Kräutern und Aubergine. Ich hasse sie. Und das ist etwas Köstliches. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oma, du gewinnst diese Runde. Hurra, ich habe mich nicht umsonst so viele Mühe gegeben. Ich möchte danach eine schöne Tasse Kaffee trinken. Wow. Wird gemacht. Sehr leicht. Mir ist gerade eine brillante Idee eingefallen. Heißer Kaffee ist langweilig. Heute ist kalter Kaffee in Mode, zum Beispiel Frappuccino. Man soll eine Menge Eis in ein großes Glas legen. Dann soll man etwas zu köstlichen Schokoladensirup hinzufügen. Und natürlich soll man den Kaffee selbst nicht vergessen. Er ist übrigens von Starbucks. Auch ein Twix-Schokoladenshake wäre definitiv nicht fehl am Platz. Ich schlage es ein wenig auf und verwende anstelle von Milch. Ich denke, ich werde einen klassischen Kaffee kochen.
Ich habe Pulverkaffee dabei. Ich weiß, dass meine Enkelin es mag. Also, es reicht. Zum Schluss soll man noch Shake hinzufügen und darüber noch Schlagsahne. Und etwas Schokoladiges. Oreo-Kekse und Schokoriegel. Natürlich soll man den Strohhalm nicht vergessen. Jetzt bin ich mit dem Kaffeekochen dran. Ich werde richtigen Kaffee kochen. Ich verwende eine Waage, um die richtige Menge an Bohnen abzumessen. Ja, das reicht. Ich mahle sie mit der Kaffeemühle, bis sie genau richtig sind. Schaut und lernt. Und nur jetzt gieße ich kochendes Wasser über den Kaffee. Kocht man wirklich so den Kaffee? Super. Jetzt schenke ich den Kaffee in eine Tasse. Und die Kaffeemilch kann ich auch mit der Hand aufschlagen. Auch die Servierregeln soll man nicht vergessen. Seht euch diese Schönheit an. Ich fange mit dem Kaffee in der Mitte. Oma, ich erkenne diesen Kaffee immer wieder. Und es ist an der Zeit zuzugeben, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Und dieser Kaffee sieht schöner aus. Köstlich, aber für mich ein bisschen bitter. Der letzte Kandidat kann noch gewinnen. Das ist wirklich cool. Bruder, du gewinnst diese Runde. Ja, endlich. Zeit für eine neue Koch-Challenge. Ich wünsche mir einen Donut. Ah, das ist doch kein Problem. Natürlich doch, mein Liebes. Das ist nicht schwer. Hey, Oma, du hast ja schon den Teig fertig. Mein Teig ist auch bereits bereit. Ich habe nämlich jahrelang geübt. Jetzt muss ich die richtigen Formen ausstanzen und das Öl in die Pfanne geben. So werden meine Donuts richtig schön knusprig. Ich frage mich, ob ich das auch schaffen kann. Also, ich brauche einfach nur den Teig und die Form, oder? 1, 2, 3. Oh, Schatz, sei doch bitte vorsichtig. Aha, jetzt brauche ich also ein bisschen Öl, was? Ah, je mehr, desto besser. Das wird auf jeden Fall der Hammer. Es kann losgehen. Oh nein, was ist los? Wieso spritzt das denn? What's the matter? Oh, die Küche ist kein Ort für Kinder. Ich bin fast 12. Ich bin kein Kind mehr. Hier, nimm das. Oh, blöde Donuts. Ich muss den Herd ausschalten. Gerade noch mal so gut gegangen. Oh Mist, wie sehen denn jetzt meine Donuts aus? Die werde ich wohl wegwerfen müssen. Oh, mein Kleines, du hast mich erschrocken. Ich weiß ja nicht, meine Donuts sind bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch aufschneiden und da ein bisschen Sirup reingeben. Und der Zuckerguss darf natürlich nicht fehlen. Und natürlich ein paar Streusel. Fertig sind wir. Oh, gar nicht schlecht. Aber die Oma ist auch schon bereit. Jetzt nehmen wir die Donuts raus aus der Pfanne. Und obendrauf kommt ein bisschen Puderzucker. Awesome. Hä, und was soll ich tun? Ich habe doch gar keine Lebensmittel mehr. Außer diesem Käse her. Ah, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Dieser Käse ist genauso zähflüssig wie ein Teig. Ich kann einfach einen Käsedonut machen. Und da kommen noch ein paar Chipskrümel mit hinein. Oh, was ist denn hier los? Ein Erdbeben? Oh nein, das ist deine Enkelin. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja auch schon fast fertig. Das hier werden meine Streusel. Ah, sieht doch toll aus, oder? Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß. Ich muss meinen Donut einfach ein bisschen anbraten. Direkt auf dem Herd. Oh, das macht richtig viel Spaß. Ach, mein Kind, wir sind fertig. Was könnte besser sein als Donuts von der Oma? Oder vielleicht die von der Chefköchin? Oder vielleicht die von Jane? Oh, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wow, ich liebe diese rosa Donuts. Die schmecken gut. Und die hier sehen ganz normal aus. Oh. Schmecken auch ganz normal.
bin nicht beeindruckt. Wow, was für ein interessanter Donut. Den probiere ich mal. Wow, das ist ja Käse. Und der schmilzt ja so richtig im Mund. Köstlich. Oh, was soll ich bloß wählen? Okay, ich habe mich entschieden, diese Erdbeerdonuts gewinnen. Tja, die Chefköchin Emma gewinnt. Und jetzt habe ich Lust auf einen Salat. Was denn für ein Salat? Ein Cäsarsalat, das ist der berühmteste Salat. Ich weiß, wie man den macht. Ich muss einfach die Tomate schneiden. Oh, mein Kleines, was tust du denn da? So geht das nicht, man muss vorsichtiger sein. Schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Ein paar Salatblätter, ein paar Tomaten, jetzt kommt noch eine Hühnerbrust mit hinein. Wunderbar. Ich würde nicht sagen, dass das so einfach ist. Ich zeig euch, wie man eine schöne Portion Salat macht. Dafür gebe ich einen ganzen Haufen Grünzeug in den Mixer und gebe das Wasser hinzu. Das ist ja so ein grüner Brei. Das ist kein Brei, das ist Haute Cuisine. Jetzt muss ich die entstandene Mischung etwas abkühlen. Und schon habe ich ein Gelee erhalten. Ach du meine Güte. Ja, darf ich mal? Jetzt können wir hier ein bisschen Gemüse mit hineingeben. Und das Brustfilet darf nicht fehlen. Und das ist noch nicht alles. Ein bisschen Öl. Oh nein, was ist denn hier los? Ich muss zu meinem Salat noch ein bisschen Käse hinzugeben, stimmt's, Jane? Ja, Oma. Und was soll ich machen? Ich schneide einfach ein bisschen Gemüse. Du machst das ja schon wieder. Oh Mann, das sieht ja schrecklich aus. Wie ein Berg von Essensresten. Ich weiß, was ich machen kann. Ich benutze einfach Kaugummi. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber nicht nur Kaugummi, sondern auch noch ein paar Glotzer und ein paar Gummibärchen und ein paar Marshmallows. Wir sind fertig. Was für wunderbare und köstliche Gerichte unsere Teilnehmer kreiert haben. Aber was wird Gloria wohl mehr mögen? Das werden wir gleich herausfinden. Womit soll ich anfangen? Was für ein komisches grünes Gelee-Ding. Sieht ja witzig aus. Nee, das ist voll ekelhaft. Gefällt mir nicht. Und dieser Salat sieht ziemlich gewöhnlich aus. Ganz einfacher Salat, einfacher Geschmack. Wow, das ist ja cool. Das ist ja ein Gummibärchensalat. Oh, was für eine köstliche Kombination. Das mag ich viel mehr. Das hier ist auf jeden Fall der Gewinner. Yeah, habe ich's doch gewusst. Gloria, wir warten. Diesmal wünsche ich mir ein Spiegelei. Oh, das ist doch ganz einfach. Das schaffe ich. Okay. Das schaffe sogar ich. Zuerst kommt etwas Öl in die Bratpfanne. Gib mir mal auch etwas von dem Öl. Wieso kommt da so wenig? Ich muss die Flasche fester schütteln. Oh nein, ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Jane, ach Menno. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an die Eier. Die werden aufgeschlagen. Ah, das kann ich auch. Oh Mann, das ist ja voll schlampig geworden. Oh, so macht man doch keine Eier. Ich zeige euch, wie das geht. Zuerst erhitze ich etwas Sahne. Jetzt gebe ich etwas Orangenschalen mit hinein. Und eine geheime Zutat. So mache ich ein ganz besonderes Gericht, wie aus den besten Restaurants. Jetzt schneide ich Pfirsiche und füge diese spezielle molekulare Kochsubstanz hinzu. Es ist an der Zeit, kulinarisch zu zaubern. Und jetzt braten wir ein paar Molekulareier. Wow, sowas habe ich mal auf YouTube gesehen. Oh, Jane, was machst du denn da? Aha, meine Eier, alles steht in Flammen. Oh, was für ein Albtraum. Ich werde definitiv verlieren. Na, mal sehen. Gloria wird auf jeden Fall nicht hungrig bleiben. Aber welches Gericht wird sie auswählen? Das werden wir gleich herausfinden. Ist es die Großmutter, die Superköchin oder vielleicht einfach nur die Schwester? Womit soll ich anfangen? Ich probiere das hier. Oh, gar nicht schlecht. Und was ist das? Das werde ich nicht probieren. Was für ein ungewöhnliches Ei. Wow, das schmeckt ja süß. Ich liebe es einfach. Ich wähle dieses Gericht aus. Ja, ich wusste es. Hey Oma, wir sind hier in einer Challenge. Oma, ich wünsche mir ein Sandwich. Aber natürlich doch, mein Liebes. Ihr werdet auf jeden Fall verlieren.
Na, das werden wir ja noch sehen. Ich mache meinen Toast mit Nutella. Schön viel Nutella. Und als Toppings verwende ich noch Marshmallows und eine Tafel Erdbeerschokolade und süß-saure Marmeladenzungen. Awesome. Ich bin mir sicher, dass dieses Sandwich noch etwas Soße gebrauchen kann. Und natürlich etwas prickelnde Brause. Wunderbar. Das ist ganz schön originell, aber ich denke, es ist besser, sich an traditionelle Rezepte zu halten. Senf, Schinken, Käse, Salatblätter, alles zusammen. Jetzt können wir dieses Sandwich noch knusprig anbraten. Nein, Oma. Du musst zuerst das Brot anbraten und dann die Füllung dazugeben. Und die wichtigste Gourmet-Delikatesse sind natürlich Schnecken. Was? Schnecken? Was für ein Gestank! Ach, dieser Duft riecht nach Paris. Und hier kommen natürlich noch ein paar Meeresfrüchte mit hinzu. Oh, das riecht furchtbar. Wunderbar. Und zum Schluss füge ich noch etwas Schimmelkäse hinzu. Oh, der Oma geht's nicht gut. Das ist ein kulinarisches Meisterwerk. Unglaublich. Ich habe mich selbst übertroffen. Also ich finde, mein Sandwich sieht auch gut aus. Oh, die Schokolade ist geschmolzen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich nehme mir einfach eine Schüssel mit Wasser, gebe da Eis hinein und da kommt jetzt noch meine Schokolade rein und schon ist sie gefroren. Oh, das hast du gut gemacht, mein kleines Mädchen. So unterschiedliche Teilnehmer und so unterschiedliche Sandwiches. Was wird wohl Glorias Wahl sein? Das finden wir gleich heraus. Wow! Oh, was für ein schönes Herz. Und was ist das denn für ein Sandwich? Probieren wir mal. Das sind ja Schnecken. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich hasse Schnecken. Oh, was für ein nettes Herz. Komm mal her. Richtig lecker. Ich liebe dieses Sandwich. Dieses Sandwich sieht ganz gewöhnlich aus. Oh, schmeckt aber lecker. Das ist besser als alle anderen. Ich wähle dieses Sandwich aus. Oh ja, die Oma hat gewonnen. Aha, gleich kommt der lustigste Teil. Ich wünsche mir einen Donut. Ein paar Donuts. Ah, das ist doch ganz einfach. Oh, das werde ich schaffen. Ah, gute Wahl. Ja, ihr habt schon mit dem Kochen begonnen? Also, der Teig ist fertig. Wir stampfen unsere Donuts mit so einer speziellen Form aus. Drei Stück. Das wird genug sein. Jetzt müssen wir das Öl erhitzen. Erstmal die richtige Temperatur einstellen. Oh, come on! Oh, sieht ja toll aus. Ha! Ach, du meine Güte, was machst du denn da, mein Kleiner? Entspannt euch, das schaffe ich schon. Ups. Ah, was kommt als nächstes? Ah ja, das Öl. Ah, ich glaube, das wird reichen. Jetzt schön auf warm stellen. Was? Ihr bratet schon? Okay, das heißt, ich kann auch anfangen. Bam, 1, 2, 3. Oh nein, das Öl spritzt total. Oh man. Tom, warum hast du es so sehr erhitzt? Awesome. Ah, ich muss meine Donuts retten. Ach du meine Güte. Ah, hier ist was schiefgelaufen. Meine armen Donuts, die sind ruiniert. Oh nein. Macht ihr nichts draus, das wird schon. Ach, kommt schon. Das ist doch lächerlich. Schaut euch meine Donuts an. Jetzt werde ich sie noch dekorieren. Ich schneide sie auf. Der Mensch isst schließlich mit seinen Augen. Deshalb ist das Aussehen das Wichtigste. Alles muss wunderschön sein. Bellissimo. Oh ja, natürlich. Sieht toll aus. Aber meine Donuts werden ohne Dekoration besser aussehen. Ah, ihr habt das toll gemacht. Ah, Moment, mir ist was eingefallen. Ich nehme mir einfach Käse. So. Und der kommt jetzt in diese Donutform hier. Und jetzt benutze ich noch ein paar Cheetos als Topping. Ah, da werde ich einen Hammer gebrauchen. Weiß der überhaupt, was ein Donut ist? Yeah. Ich werde das einfach als Streusel benutzen. Na los! Das muss sicher klappen.
Einfach wunderbar. Aber hier fehlt noch was. Ah, Oma, kann ich mal kurz deine Bratpfanne haben? Ja, natürlich doch. Dankeschön. Ah, wobei, nee, ich brauche nicht die Bratpfanne. Ich brauche einfach dein Herd. So, schön einrollen in Alufolie. Und jetzt kommen die Dinger auf den Herd. Aha, wir sind fast fertig. Ich glaube, wir sind soweit. Wunderbar. Na, seid ihr bereit? Wow, die sehen ja so schön bunt aus. Damit möchte ich anfangen. So richtig schön appetitlich. Auch noch mit Füllung. Was könnte besser sein? Und was haben wir hier? Ganz einfache Donuts. Die sind doch irgendwie ein bisschen zu trocken, oder? Was ist das denn? Ach du meine Güte, das sind ja Käse-Donuts. Oh, das ist einfach erstaunlich. Aber ich glaube, ich mag die Süßen mehr. Die Chefköchin hat gewonnen. Ha, hab ich doch gewusst. Nun, als nächstes wünsche ich mir ein Sandwich. Kein Problem. Du hast keine Chance gegen mich. Okay. Nun, ich weiß, wie man das macht. Ich werde auf jeden Fall Nutella gebrauchen. Die Nutella kommt einfach auf ein bisschen Toastbrot. Und jetzt brauche ich noch ein paar Marshmallows. Come on! Ganz genau. Yeah! Perfekt. Und natürlich Schokolade. Und außerdem könnte ich noch ein paar Regenbogen-Gummibärchen verwenden. Und die Soße nicht vergessen. Oh, das wird mega süß. Und außerdem sieht das richtig toll aus. Wir sind fast fertig. Noch ein bisschen Popcandy. Fertig. Was für ein Albtraum. So viel Zucker. Ich werde ein ganz normales Sandwich machen. Etwas Schinken, etwas Käse. Und noch ein Toastbrot. Awesome. Wunderbar. Okay. Ein schönes, warmes Sandwich. Noch einmal kurz umdrehen. Wir sind fast fertig. Ach, das ist doch so banal. Ich brauche etwas Toastbrot. Perfekt. Hier kommt ein Blattsalat drauf. Ein paar Tomaten. Und jetzt... ein Sandwich ohne Fleisch. Was soll das denn? Das ist meine geheime Zutat aus der französischen Küche. Das sind Schnecken. Ach du meine Güte. Das wird wunderschön. Oh, mir wird gleich schlecht. Also, diese französische Küche habe ich noch nie verstanden. Auch noch Muscheln. Ja, die Muscheln passen perfekt zu diesem Sandwich. Oh, sehr ekelhaft. Das nennt sich Haute Cuisine. Irgendetwas fehlt hier noch. Ah ja, genau. Dorblü-Käse. Passt hervorragend zu den Meeresfrüchten. Oh, ich halte das nicht aus. Oma, bitte, halte durch. Wir sind fertig. Meine Güte. Na, seid ihr bereit? Oh, was für ein tolles Sandwich. Ich fange damit an. Was ist das denn? Igitt! Oh no! Oh, das sieht doch viel appetitlicher aus. Probieren wir mal. Oh, ich liebe diese ganzen Süßigkeiten köstlich. Und das letzte Sandwich. Oh, ist das lecker! Das ist doch sicher von der Oma. Oma, das hast du toll gemacht. Du hast gewonnen. Ah, hurra, hurra, hurra.